Für die Südtiroler Freiheitlichen ging es nach den Osterfeiertagen wieder zurück zur politischen Arbeit. Heute gingen die Plauden vor die Presse, um aufzuzeigen, wo es ihrer Meinung nach im Schulsystem hapert. Adressatin der freiheitlichen Forderungen ist Sigrun Falkensteiner, seit einem Monat neue Landesschuldirektorin. Mit ihr wollen die Freiheitlichen das Gespräch suchen, denn sie sehen den muttersprachlichen Unterricht in Gefahr. So fordern sie etwa, die Deutschkenntnisse aller Kinder bei der Einschreibung zu testen und jene mit fehlenden Sprachkenntnissen besser zu verteilen. Laut Landesregierungsbeschluss soll der Anteil der Ausländerkinder pro Klasse nicht höher als 30% sein. Das greift zu kurz, weil nicht die Staatsbürgerschaft ist das Entscheidende, sondern die tatsächlichen Sprachkenntnisse. Das heißt, auch italienische Kinder mit italienischer Staatsbürgerschaft sollten eben in diese Beurteilung hineinfallen, nicht nur ausländische Kinder. Ein Dorn im Auge ist den Freiheitlichen auch das CLIL-Experiment an den deutschen Schulen, also der Fachunterricht in der Zweit- oder Drittsprache, bei dem etwa Kindern die italienische Geschichte auf Italienisch vermittelt wird. CLIL widerspricht ganz klar dem Artikel 19 des Autonomiestatutes, der ganz klar regelt, dass der Unterricht natürlich in der Muttersprache der Schüler zu erfolgen hat. Außerdem, so die Freiheitlichen, werden weniger sprachbegabte Schüler mit dem CLIL-Experiment benachteiligt. Die neue Landesschuldirektorin Sigrun Falkensteiner wollte heute nicht vor der Kamera zu den Forderungen Stellung nehmen. Sie wies die Kritik aber zurück und teilte schriftlich mit, dass der muttersprachliche Unterricht auf alle Fälle abgesichert sei. Der Fachunterricht in der Zweit- und Drittsprache sei nämlich klar beschränkt und Schulen mit einem hohen Anteil an nicht-deutschsprachigen Schülern verfügten über zusätzliche Ressourcen. Die Freiheitlichen bemängeln weiters, dass die Schüler zu wenig über die Tiroler Geschichte und Autonomiegeschichte erfahren. Morgen müssen ja die Südtiroler immer diese Autonomie verteidigen, aber das kann man nur, wenn man natürlich auch weiß, woher sie kommt. Heute wird sie leider zu selbstverständlich betrachtet und zu unantastbar, und das ist natürlich schlimm. Deshalb Autonomie und Landesgeschichte muss vermehrt in den Schulen unterrichtet werden. Auch diese Kritik lässt Landesschuldirektorin Falkensteiner nicht gelten. Landesgeschichte und politische Bildung seien sehr wohl Teil des Unterrichts und würden in allen Schulstufen berücksichtigt.